vorstellt, in so Studien nutzen die KI und irgendwann sagen die Forscher, Experiment ist um, vielen Dank fürs Probieren, ihr dürft jetzt aufhören, die KI zu nutzen, dann sagen so 80%, nee, genau, das wollen wir weiter nutzen, wir empfinden das als Enrichment, also die sehen das positiv. Ja? Deswegen sage ich schon mal hier drauf einstellen, Arbeitgeberattraktivität, da kommen die Bewerber und fragen, welche KI darf ich denn benutzen, und wenn man dann hier im Datenschutz sagt, ist alles gesperrt, wenn man es ganz sicher, dann ist das so, als verlangt man handschriftlich Briefe zu schreiben. Da macht also da gewinnt man keinen Blumentopf. Wie hat sich Produktivität verändert, wenn man in der Firma erlaubt hat, den Mitarbeitern generative KI zu nutzen? Das ist deswegen so beeindruckend, weil diese vermeintlich kleine Balken, der sieht doch klein aus, ne? Das ist eine Studie, die hat eine Produktivitätssteigerung von 40% gefunden. 40%? Und was kommt stattdessen? Soft Skills und Kommunikation werden die neuen harten sozialen Währungen. Das wird natürlich auch Karrierewege verändern. Also Sprachgewandtheit. Ja? Das macht Sinn, weil wir programmieren jetzt alle in unserer Muttersprache. Jeder mal nach, wie differenziert sie sich ausdrücken können, wenn sie natürlich differenziertere Programmierung vornehmen. Ein guter Jurist kennt das Gesetz, der hat die KI halt jetzt auch, sehr gut, aber ein sehr guter Jurist, der kannte immer schon den Richter. Also sie haben jetzt mehr Zeit zu Netzwerken mit Staatsanwalt, mit Richter, mit ihrem Kollegen, wie tickt der. Und das ist auch die Botschaft, also die persönlichen Verbindungen, ja, dass sie heute hier sind, sich austauschen, bei Kaffeepause reden, Abendessen gehen, sich erleben, Vertrauen aufbauen. Was Besseres kann man, glaube ich, nicht machen. Ja? Als bei so einer schön und perfekt organisierten Veranstaltung mit hoher Energie im Raum zu sein, weil die persönliche Verbindung, die wird noch lange etwas sein, was wir hier keinen Voraus haben. Wenn Sie wollen, gerne auf LinkedIn verbinden, und dann damit übergebe ich wieder an dich, lieber Andi, für die Moderation.